Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution, creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Herzlich willkommen zum 119. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 28. Juni 2018. Mein Name ist Renate Wapplinger. Ich bin heute eure Gastgeberin und ich vertrete den Mario Kinappel, der heute leider nicht da sein kann. Er ist krank und an dieser Stelle ganz gute Besserung, Mario, und komm ganz rasch wieder zu uns zurück. Heute war der 230. Knowledge Seeker Workshop, der 3,5 Stunden gedauert hat. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber Christian, Hans Rudolf und Josef Becker waren heute dabei im englischen Teaching und haben sich bereit erklärt, eine Zusammenfassung zu machen. Herzlichen Dank euch dreien. Ihr habt euch die Zusammenfassung aufgeteilt und wenn ich richtig informiert bin, dann hat Josef Becker
die erste Stunde zusammengefasst. Und Josef, wenn du bereit bist, dann könnten wir starten. Ja, ich bin bereit. Mein Name ist Josef Becker, ich komme aus Österreich. Und wie schon erwähnt, habe ich die erste Stunde so gut es ging zusammengefasst. Leider Gottes hatte ich am Anfang so ein kleines technisches Problem. Ich habe die ersten 10 Minuten verpasst, weil ich mich bei Zoom nicht einloggen konnte zunächst. Und den Rest habe ich alles zusammenfassen können. Der Mr. Kesche, wie ich gerade beim Teaching eingetroffen bin, hat Mr. Kesche über die Ölindustrie gesprochen. Und das ist sehr unter Druck, dass die Regierungen sehr unter Druck geraten werden. In weiterem Zusammenhang erschien dann, dass wir an jedem Punkt der Erde in weiterer Folge Nahrungsmittel und Material produzieren können. Daraus schließe ich, es war die Raumfahrt und er hat höchstwahrscheinlich über das Spaceship gesprochen. Und die Motions wurden in China eingeführt sozusagen, das war letztes Jahr. Und mittlerweile haben die ein recht großes Raumfahrtprogramm. Sie haben schon sehr, sehr viele Schritte, die notwendig sind, um ein Raumschiff zu bauen und in Betrieb zu nehmen, geschafft. Und haben auch schon ein Launchpad, das heißt so eine Art Flughafen beziehungsweise einen Bereich, wo das UFO starten und landen kann, haben sie auch schon fertiggestellt. Dann, wenn wir ein Raumschiff bauen wollen, müssen wir unbedingt die Transmutation verstehen. Und jetzt nicht nur die Transmutation der Elemente, sondern Transmutation in einem sehr weitreichenden Sinne. Also auch von Feldenergien und sonstigem. Er hat erwähnt, dass das Reisen im Weltraum viel mehr vergleichbar ist mit einem Segeln und Plasmaströme, die dieses Segel dann antreiben, also dieses Schiff sozusagen. Dass man mit einem Raumschiff dann auf diesen Plasmaströmen segelt sozusagen. Dann müssen wir mehr Punkte miteinander verbinden, dass wir die Ganzheit des Wissens verstehen können, wieder in Bezug zum Raumschiff. Dann unser Körper selbst, der isst die Nahrung und entnimmt dann die Energie. Die Energie fließt durch unseren Körper und falls benötigt, können sogar neue Körperzellen gebildet werden, eben mit dieser Energie, die durch unseren Körper fließt. Der Körper macht es 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die ganze Zeit. Im Körper selber funktioniert es und genauso funktioniert es praktisch auch im Weltraum. Im Körper haben wir bereits alle Informationen, die wir suchen und er hat verwiesen bei dem Punkt Transmutation, dass wir da besonders auf die Funktion von zum Beispiel Nieren, ein wenig auch der Dickdarm, dass wir auf diese Organe schauen können und hat auf das Medical Teaching zurückverwiesen, wo eben auch diese Organe mehr oder minder aus plasmatischer Sicht besprochen worden sind. Das komplette Wissen liegt in uns, in der Form der Vorgänge in unserem Körper, also was uns das Leben praktisch ermöglicht. Und wenn wir erwachsen sind, also erwachsen genug sind, was ich fast schon mit erwacht und erwachen übersetzen würde, dann können wir es wirklich verstehen und auch dementsprechend verändern, um zum Beispiel ein Raumschiff uns aufzubauen. Die Nieren konvertieren Energie. Zum Beispiel wird ein Teil des Urins über die Energien gebildet.
Und genau bei diesem Vorgang kann man die Transmutation im Körper selbst nachempfinden, sozusagen. Beim Schweiß kommt es auch vor. Im Grunde ist es einfach. Doch weil wir es so kompliziert sehen, haben wir es so schwer, dies zu erkennen. Alles Wissen steckt in uns. Dann im Eigentlichen sollte, da hat es eine Frage gegeben, wenn eine Niere entfernt wurde, wie man das am besten mit Plasma dann behandeln kann, beziehungsweise welche Plasmaenergie man zuführen soll, welches Ganz man verwenden soll, damit man bei so einer Erkrankung zu einem Heilungserfolg kommt. Und Mr. Keshe meinte, Nierenversagen sollte es im Eigentlichen nicht geben. Außer wir nehmen wirklich eine riesige Menge an Gift zu uns oder wir haben einen schwerwiegenden Unfall. Aber grundsätzlich sollte es diese Erkrankung eigentlich nicht geben. Dann hat Mr. Keshe einen kompletten Themenwechsel vollzogen Richtung Belgien. Und hat die Gründe des Chaos von diesen Gerichtsprozessen und was mit dem König von Belgien war und diese ganzen dunklen Geschichten, die da entstanden sind. Er hat den Grund angeführt, dass es der Versuch war, die komplette Plasmatechnologie zu stehlen. Praktisch sie zu zerstören, dass man die Technologie sich aneignen konnte. Das ging vom König, vom belgischen König aus. In diesen Prozessen unter Anführungszeichen, also jetzt nicht Gerichtsprozesse gemeint, sondern wie die Situationen verlaufen sind, wurden 21 Wissenschaftler ermordet, damit eben dieses Ziel für den König näher rücken hätte sollen. Gebt mir bitte einen kurzen Moment, ich habe da meine Aufzeichnung und ich muss jetzt ein kleines Stück mehr lesen. Der Mr. Keshe hat erwähnt, dass wir die Körperprobleme, also sogenannte Krankheiten des Körpers, durch das Verständnis der Wahrheit lösen können. Wenn wir wirklich wahrheitsgetreu verstehen, wie die Organe funktionieren, dann sollte es im Grunde keine Krankheiten mehr geben für uns. Da kam ein Beispiel von einem Leberproblem. Ich weiß jetzt nicht, ob es Leberzirrhose war, auf jeden Fall ein Leberproblem, wo die Leber immer größer und größer wird. Und dabei soll es helfen, wenn man der Leber das Kalzium entzieht, weil das, meinte Herr Keshe, sei der Grund, dass die Leber sich so stark vergrößert bei dieser Krankheit. Dann kam wieder, das war auf diesen Fall hingewiesen, der in Belgien war, wo der Mr. Keshe ein Problem hatte, weil er jemandem geholfen hat, sich zu heilen. Und da sei etwas schiefgegangen und deswegen hat er das kurz beleuchtet. Dann, es gab sehr, sehr viele Lügen in diesem Gerichtsverfahren in Belgien. Das Gericht war mehr oder minder korrumpiert, weil das Gericht hat akzeptieren müssen, dass die Polizei anwesend war bei einem Gerichtsprozess. Das ist etwas, das in sehr, sehr vielen Ländern einfach nicht gestattet ist, hat der Mr. Keshe erwähnt. Dann in diesem Koma-Fall, wo ihm Mr. Keshe vorgeworfen wurde, dass er irgendwas falsch gemacht hätte, weil der Patient dann gestorben ist. Dort kam auch die Korruption einzelner Beteiligten ans Tageslicht, wo sich dann herausgestellt hat, dass viele der Beteiligten im Endeffekt gelogen hätten. Dann ein großer Schutz wurde geöffnet für die Keshe Foundation.
Genau, eigentlich sollte das der Foundation Schaden bereiten, aber es war kein Schaden. Für die Foundation war das ein Erfolg, weil diese Prozesse, die angetrieben worden sind, um die Foundation in die Knie zu zwingen, diese Prozesse haben sich zu einem Erfolg umgedreht. Da haben die Amerikaner sehr geholfen bei einem dieser Prozesse. Jetzt merke ich gerade, ich habe eine Seite, ich habe die vierte Seite gelesen, bevor ich die dritte Seite gelesen habe. Aber ich werde jede Information durchbringen, euch mitteilen. Okay, es sind hunderte Fälle von Gesundungen der Keshe Foundation zugeflossen. Hunderte von Testimonials, wo Menschen mit Hilfe der Plasmatechnologie ihren Körper so weit ausgleichen konnten, dass er in eine Heilung gehen konnte. Und da gibt es hunderte Berichte und auch Videos von verschiedenen Fällen, die der Foundation jetzt sehr den Rücken stärken. Nächsten Donnerstag möchte Mr. Keshe uns noch weitere Informationen dazu geben. Alles, diese Belgien-Prozesse und das Handeln vom König von Belgien und dem Red Circle und so weiter, alles startete, als der Mr. Keshe es abgelehnt hat, dem belgischen König die Technologie zu überreichen, sozusagen. Weil der König von Belgien es unbedingt die Technologie haben wollte. Da gibt es etliche E-Mails im E-Mail-Verkehr mit der Polizei und ich nehme an mit diesem Dirk Laurensis oder so. Die sollen geöffnet werden, hat der Mr. Keshe gesagt. Da wurde nämlich kontinuierlicher Druck angewendet, um diese falschen Interessen durchzubringen. Entweder die Leute haben dann Belgien auf ihrem Weg geholfen, oder sie wurden zu Terroristen abgestempelt. Belgien hat auch sehr viele Forscher auf diese Art und Weise terrorisiert. Das sind neue Dokumente in diesem Belgien-Fall, die jetzt veröffentlicht werden von Mr. Keshe. Er hat jetzt nicht genau genannt, welche Dokumente oder was da drinnen steht. Er hat ein paar Kleinigkeiten verraten. Aber in weiterer Folge werden wir, glaube ich, mehr als genug Informationen erhalten. Nur durch diese Diskreditierungstaktik von Belgien und diesen Zirkeln, die die Keshe Foundation bedrohen wollten, waren manche Fortschritte erst wirklich möglich. Und diese Gerichtsurteile, da gab es jetzt ein Urteil in der näheren Vergangenheit und nun geht es weiter zum Höchstgericht, zum Europäischen Gerichtshof, wo der Fall auf eine bestimmte Art und Weise dann dort aufgerollt wird. Und viele falsche Dokumente, also viele gefälschte, gefakte Dokumente, haben mehr oder minder besiegelt, dass die Wahrheit jetzt endgültig ans Tageslicht kommen wird. Dann haben sie bereits einen Antrag gestellt, dass die richtigen Leute inhaftiert werden. Also aus den Kreisen vom König von Belgien, vom Red Circle und über den Polizeihauptmann und eben alle, die dort Hauptrollen gespielt haben oder mehr damit beteiligt waren. Sobald diese Dokumente veröffentlicht werden, hat Mr. Keshe gebeten, dass wir sie zu allen Gerichten senden. Und hat nochmal erwähnt, wie es möglich sein kann, dass Polizei während eines Gerichtsverfahrens praktisch anwesend ist. Dass das eigentlich nicht erlaubt sei und dass dort auch schon getrickst worden ist. Dann viele Dinge sind passiert, die eben illegal waren, die nicht rechtens geschehen sind. So wie die Polizei im Gericht, der Richter hatte es einfach zu akzeptieren. Genauso wie viele andere Dinge. Er hatte nicht einmal die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden, weil der Druck von oben so stark war.
Dann kam wieder der Schwenk zu den Funktionen im eigenen Körper, dass wir auf Nieren, Dickdarm achten können, wo wir die Konvertierung, die Transmutation von Energien wahrnehmen können, genauso auch wie beim Schwitzen. Er bezog sich auch auf den B12-Kreislauf, dass wir die höchst entwickeltsten Nuklearsysteme sind praktisch, weil wir ja auch mit radioaktiven Elementen funktionieren. Ein Beispiel dafür ist eben dieses, ich glaube, Vitamin B12. Wir müssen oder wir sollten zu diesem Punkt zurückkehren, zu dem Wissen, wie unser Körper wirklich funktioniert, um eben das Spaceship zu verstehen, beziehungsweise auch um uns dann besser von Krankheiten erholen können. Danke recht herzlich, das war meine Zusammenfassung für heute. Der Hans-Rudolf Dingelmann hat die zweite Stunde übernommen und ich nehme an, er ist bereits bereit, fortzusetzen. Dankeschön. Danke vielmals, Josef. Hans-Rudolf, bist du bereit? Ja, okay. Mein Name ist Hans-Rudolf Dingelmann aus der Schweiz. Ich durfte den zweiten Teil, die zweite Stunde, die Zusammenfassung machen. Leider hat es hier eine kleine Überschneidung gegeben mit Christian. Der letzte Teil von Sandor hat sich überschnitten und er war sehr technisch und ich habe mich dann auf die zwei Fragen konzentriert, die in dieser Stunde gestellt wurden und auf die Herr Kesche eingehend darauf einging. Die erste Frage ist sehr passend zu dem, was Josef im Vorgang gesagt hatte, betreffend dem Körper. Und die zweite Frage wurde gestellt im Zusammenhang mit der Aussage von Herrn Kesche vom letzten oder vorletzten Teaching über die Neutronen. Die erste Frage, die kam von Wolfgang und er wollte wissen, wie der beste Weg ist, den Energiefluss durch die Seele in den Körper fließen zu lassen. Er sagte, er versuchte zu fühlen und sich vorzustellen, wie die Energie das universelle Plasmafeld in die Seele und dann in das Herz und in den Körper fließt. Daraufhin antwortete Herr Kesch, er forderte uns wieder mal einmal mehr auf, wir sollen zurückkehren zu den früheren Lehren, er habe uns alles erklärt. Dann stellte er die Frage, wie fließt die Energie? Und eine zweite Frage, die folgte, war der Energiefluss, wie fließt er? Wie fließt Blut in unserem Körper und warum fließt das Blut in diese vorgegebene Richtung? Dann ging er auf diese zwei Fragen ein und sagte, warum gehen gewisse Blut- und Lymphzellen ohne zu reisen zu einem bestimmten Ort, nur weil sie ein Teil dessen sind, was wir die Struktur des Körpers nennen, aber sie verschwenden dabei keine Zeit und keine Energie. Dann sagte er, es funktioniert nicht auf diese Art und Weise. Es ist viel effizienter. Die Verwandlung der magnetisch-gravitativen Feldstärken ist von großer Bedeutung, nämlich die Aussage vom Stärkeren zum Schwächeren. Das Stärkere füttert das Schwächere. Dann fragt er, was nennen wir bedingungslose Liebe? Er sagte, ich liebe und ernähre dich. Das ist das, was die Seele zum Beispiel hinsichtlich deiner Körpergröße oder deinem Haar auf deinem Kopf tut. Ist das die Position des Gehirns bezüglich der Körperlänge, der Anzahl Haare auf deinem Kopf oder was wir von der Seele des Menschen zur Seele der Körperlichkeit, der Körpergröße, der Haartracht nennen, die bestimmt, wie die Energie fließt und wie der Fluss der Flüssigkeit geht. Oder ob es mit dem Verlauf der Kraft des Feldes zu tun hat.
Wenn du mit dem Teil deines Körpers in Kontakt bist, solltest du das tun können, sagt er. Wenn du mit deinen Zellen verbunden bist, solltest du das tun können. Wenn du also die Transformation machen willst, betreffend deinem Körper, gehe zurück, um zu verstehen, wie die Stärke deiner Seele ist. Wo immer du willst, dass deine Energie hindurchgeht, und versuche eine Position zu erschaffen, die schwächer ist, die es der Seele erlaubt, sich zu ernähren oder die Stärke der Seele zu erschaffen. Das ist die Möglichkeit, die Josef im ersten Teil angesprochen hat, was wir unbedingt lernen müssen, wie wir unseren Körper über unsere Seele heilen, erschaffen, verändern können. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann die zweite Frage. Da wurde der Fragende nicht benannt, sondern es stand im Chat und er fragte, ist das Neutron die Seele der Mutter in einer ähnlichen Beziehung zum Schöpfer wie das Elektron zum Proton oder des Körpers zur Seele? Wenn die großartigen Ganze als Energie im vollen Umfang zum Schöpfer gehören, ist dann das Ganze ein Magnet für das Leben? Daraufhin antwortete Herr Cash wie folgt. In vielerlei Hinsichten einer der größten nuklearen Fälle im Universum, noch größer als das Plutonium und Uran, ist das Neutron. Wenn ein Neutron sich teilt, ist das der Teil des Vorgangs, die wir in der Welt der Wissenschaft sagen, wir schauen immer auf ein Ende und wir vergessen das andere Ende, weil wir es nicht verstanden haben. In seinen Büchern 1 und 2 ist dies zu lesen. Wenn der nukleare Verfall so effektiv und einfach ist, dass er jede Millisekunde passieren kann, was wir noch verstehen müssen. Das größte legale Kernmaterial der Welt befindet sich im Körper des Menschen, was wir das Neutron nennen, weil es im Zerfalle nicht sich sehr schnell auflöst. Wir sind alle wie Atomwaffen, die herumlaufen, weil wir uns alle um unsere Neutronen in unserem Körper kümmern und jedes Neutronensterben in der Minute, wo es verfällt, teilt es sich in Elektronen und in ein neues Proton. Die Elektronen werden dann zu einem neuen Neutron. Also wenn sich dieses Zentrum teilt und es immer noch das Bedeutendste des ersten in sich trägt, also des ersten Neutrons in sich trägt, so haben wir innerhalb des Elektrons das Wesentliche, den gleichen Teil der Stärke des Neutrons, des ersten Neutrons. Wir haben das Gleiche in einem Proton und jetzt können wir verstehen, wo dieses Neutron einen Teil der Sammlung der Energie aus einer anderen Teilung bekam. Und dann kommt es zu einer weiteren Teilung. All dieser Milliarden von Neutronen, die geteilt werden müssen. Und die Teilungen erreicht das Niveau der Energie des Menschen. Jetzt können wir uns vorstellen, wo das große Neutron ist, was Teilung ist und es existiert immer noch als eine Schöpfung all dieser Neutronen, die all diese einzelnen Neutronen in der Schöpfung dieses Universums sind. Da das Neutron, was wir den Schöpfer nennen, in uns ist, ist es ein Teil von uns. Sind wir verbunden? Sind wir nicht verbunden? Sind wir ein Teil von uns selbst? Wir sind es in uns selbst im Zentrum der Struktur. Es spielt keine Rolle, wie es ohne diese Spaltung zusammenkommt, ohne diese, wie ich es nenne, Unterteilung, die Schöpfung nicht zulässt, was wir sind. Und zum Schluss sagt er, das ist, was ich sage, wir müssen es verstehen. Jetzt verstehen wir,
dass wir diesen Weg gehen müssen. Und dann können wir sagen, Gott ist in uns oder wir sind mit ihm verbunden. Dankeschön, das war meine Zusammenfassung. Vielen Dank, Hans Rudolf. Ich glaube, wir machen gerade weiter, wenn der Christian bereit ist, und geben danach erst die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Christian, bist du bereit? Ja, ich glaube, ich versuche das. Also dann fehlt jetzt noch ein Teil dazwischen, eben Hans Rudolf und mir, der sehr schwer zu erfassen war, wo es unter anderem um Kohlenstoff und Diamanten, Diamantproduktion, Kristallproduktion aus Kohlenstoff geht. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen, wäre aber eigentlich wichtig, nehme ich an. Dann wurde darauf hingewiesen, dass es bei der Ganzproduktion manchmal vorkommt, dass man dann oben und unten eine Schicht hat und dazwischen Wasser, Salzwasser ist. Und da wurde darauf hingewiesen, dass das dann bei einer CO2-Produktion oben immer das Zinkganz ist, unten das CO2-Ganz. Und in dem Zusammenhang wurde dann verwiesen auf das Salz und dass die Salzigkeit auch immer die Grenze bildet zwischen unterschiedlichen Schichten. Da wurde dann auch die Erde betrachtet in dem Zusammenhang und etwas später noch, dass auch der Salzgehalt unterschiedliche Strömungen verursacht. Das war mir noch ein bisschen neu, das ist, denke ich, vielleicht auch wichtig für uns. Und dann ging es noch weiter bei der Betrachtung der Erde in der Richtung, dass gesagt wurde, das Gehirn der Erde sei das Wasser. Das ist dann sehr interessant. Dann hat er nochmal verwiesen auf den Versuch in Italien, wo mal gezeigt wurde, ich weiß nicht wann, in einem sehr viel früheren KSW, dass wir die Strukturen des Gehirns nachbauen können. Wir können alles entwickeln und erzeugen. Und dann nochmal ein Verweis auf ein anderes Teaching, dass Leben geschaffen wird mit zwei Kristallen. Und das ist jetzt dann eben dieser fehlende Zusammenhang mit auch dem Kohlenstoff, der überwiegend zur Erzeugung von Kristallen führt in unserem Zusammenhang, wenn man plasmatisch damit was tut. Dann kam eine Frage von Ella. Was ist mit Leuten, die sich für die Technologie nicht interessieren? Die Felder der Materie sind doch Fingerprints, also Markierungen der Materie. Müssen wir nicht an den Feldern die Materie erkennen können? Und wie entwickeln wir die Fähigkeit, unsere Sinne, wie entwickeln wir sie so, dass wir Feldstärke wahrnehmen können? Und dann kam von Herrn Kesch die Antwort, dass die Erkennung der Felder Teil unserer Natur ist, aber wir entscheiden uns, das zu ignorieren. Und eigentlich aber wissen und fühlen wir es. Wir können Maschinen zum Messen entwickeln, aber weil die Felder Teil von uns sind, tragen wir das schon in uns. Und da hat er auch beschrieben, dass er ein Material gestern in der Hand hatte und die Energie fühlen konnte, was das ist. Und dann bekam er ein anderes und da konnte er es nicht fühlen. Da ging er nicht weiter drauf ein. Das war eine erstaunliche Geschichte. Und dann hat er erzählt aus der Zeit, wo er mit Diamanten handelte, dass er an der Energie, nicht bloß am Aussehen, feststellen konnte, woher ein Diamant kam, aus welchem Fluss wirklich und aus welcher Mine, wenn es bergbaumäßig abgebaut war oder sogar auch, ob der aus dem Meer kam. Das scheint es auch zu geben. Und da sagte er, ja, wir sollten da fühlen üben. Also eine Ganzflasche nehmen und fühlen, wie sich das anfühlt. Und dann eine andere Flasche und das anfühlen. Und er meinte auch, er kann da viel erklären, aber irgendwann werdet ihr es plötzlich merken, ich kann es nicht unterrichten. Fangt einfach an, damit zu experimentieren und das zu verstehen. Und in dem Zusammenhang, weil er eben dann doch immer noch unterrichtet, werde ein CH3, werde ein CO2, fühle, mit welchem Teil des Leibes es reagiert. Macht es glücklich oder traurig? Macht es durstig oder hungrig? Dann hat er beschrieben, dass es eben auch bestimmtes Ganz gibt, was durchaus sehr hungrig und sehr durstig machen kann. Und dann ist er wieder bei den Kristallen gelandet. Zwei Carbonen, die sich verbinden, ergeben eine Diamantstruktur.
Das ist eben wieder etwas über die Produktion kam dann noch von Diamanten. Das ist aber, das habe ich einfach nicht ganz verstanden, wie das ist. Da muss ich mich entschuldigen. Ich war nicht sehr gut dabei heute und muss das so ein bisschen mogeln jetzt und das übergehen. Aber ich kann dann noch zeigen, wie ein Bild gezeigt wurde, das ich eben dann hier auch mal aufrufen will, wo man sehen konnte, als kleines Video lief das dann auch, wie in Bewegung vor allem in diesem Ganz, das hat sich selbst bewegt und wie dann darin so ganz kleines, feines Glitzern sichtbar wurde, obwohl das ja nun nicht nach dem Carbon ganz aussieht, das sieht ja für mich wie CH3 aus. Aber da sagt er, da sind eben solche Kristalle drin und daraufhin sollten wir unser Ganz dann auch ruhig immer noch mal anschauen. Dann kam noch eine Frage. Ach so, und noch der Hinweis, dass die Erde kontinuierlich Diamantstrukturen herstellt, ständig, fortlaufend. Dann kam eine Frage von Chandor, der erzählte nochmal über den sprunghaft ansteigenden Salzgehalt beim Waschen vom Ganz. Das hatte er ja schon mal in einem anderen Teaching auch gesagt. Das heißt, wenn er sein Ganz wäscht, wenn es fertig ist, dann misst er immer den Gehalt Parts per Million. Und da kam er dann, wenn er beim Waschen herunter war, auf 200 ppm. Dann sprang der Salzgehalt wieder hoch bis auf über 700, manchmal 800 ppm. Ein TDS-Meter, also wahrscheinlich hat er einfach die Feststoffe gemessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da will ich auch noch ein Bild zu zeigen. Entschuldigung, das ist jetzt falsch. So, da wurde das dann nochmal angezeichnet. Und dann hat Herr Kesch darauf hingewiesen, dass keinesfalls dann das ganz plötzlich wieder Salz freigibt aus sich heraus, sondern dass der Salzgehalt einem Feld entspricht, der Feldsituation in dem Ganz. Und dass in dem Zusammenhang man sich das auch bei der Erde mal anschauen sollte, dass es da Gebiete gibt, wo, ich beende das Teilen hier wieder, das ist einfach nur die Waschreihenfolge, die hier beschrieben wird. Wo bei der Erde es Gegenden gibt, die salzig sind und auch wenn das dort regnet, wird das Salz sozusagen nicht ausgewaschen, das verschwindet nicht, sondern das ist immer wieder da. Und da sagt er, das Salz, das entsteht durch die Felder, die dort an dem Ort eben sich befinden. Und so eben auch beim Waschen vom Ganz. Und dann hat er noch darauf hingewiesen, dass das Waschen von Ganz eigentlich gar nicht mehr Stand der Technik ist, dass das 2 Jahre alt wäre, auch wenn mir das doch ein bisschen neuer vorkommt. Ja, da ging es dann darum, dass man die... Augenblick, ich muss das eben nochmal genauer erfassen hier. Dass wir die eigentlich mit Hilfe von Feldern das Ganz reinigen könnten und sollten. Und da wurde als Beispiel noch gesagt, wie das der Dr. Rodrigo macht, wenn er 2 unterschiedliche Felder bei einem Patienten hat mit unterschiedlichem Salzgehalt, dann kann er damit den Salzgehalt im Körper verändern des Probanden. Leider war das für mich auch nicht so klar oder so fertig. Das müssten wir eigentlich unbedingt uns noch erarbeiten, wie wir denn vielleicht dann in Zukunft unser Ganz auf andere Weise waschen können, was für mich persönlich auch sehr interessant wäre bei den Gänsen, die man nicht gut waschen kann. Da gibt es ja einige, dass die dann nicht deswegen so salzig bleiben müssen. Ja, und dann wurde noch darauf hingewiesen, dass für alle wir eigentlich letztlich nicht die Substanzen immer erzeugen, sondern wir eigentlich die Bedingungen erschaffen, erzeugen mit den Feldern
und diese Bedingungen dann eine entsprechende Umgebung und entsprechende Substanzen nach sich ziehen. Das heißt, alles, was dann da benötigt wird für eine gewünschte Umgebung, entsteht durch die Felder, die wir oder die Bedingungen, die wir ursprünglich dann schaffen. Und dann wies er noch darauf hin, dass es keine Messlatte im Weltraum gibt. Das finde ich ganz interessant. Das findet man auch sogar in der Bibel schon sozusagen, dass Mensch, Erde, Weltraum sind nicht messbar. Und dann kam dann so ein Einwurf, ja, dann ist das ja alles so ein bisschen zufällig, was wir hier machen. Dann ist das ja gar nicht erfassbar. Und ja, sagte Herr Kesch, ja genau, das wäre alles total zufällig, aber dann so halblustig wies er eben darauf hin, dass er dann doch ein paar Zahlen dann noch anfüttern könnte und dass wir das ruhig tun sollten. Dann kam noch, dass das Wissen der Menschheit und das Wissen, was er sozusagen aus dem Weltraum mitbringt, in einigen Stellen sehr gut zusammenpassen. Er nannte da als Beispiel den bürstenlosen Motor, also Elektromotoren, die ohne Kohle funktionieren, dass man das gut kombinieren könnte und einige Dinge einfach sehr einfach und bequem so zu regeln sind mit irdischer Technik. Das war auch ein für mich neuer Aspekt, dass nicht sozusagen hier alles deswegen unbedingt überholt sein muss, was wir hier schon haben und entwickelt wurde, sondern dass einiges mit eben Plasma und dem Plasmawissen sich verbinden lässt zu neuen fruchtbaren Kombinationen. Dann kam noch eine Frage von Gatwa. Das ist so nett, dass ich das kurz sozusagen direkt übersetzt habe. Wie fängt man Neutronen ein? Und Kesh, was willst du damit? Und Gatwa, ja, ich will damit zum Planeten Sus und zurück. Mit Neutronen kann ich ja alles erzeugen. Kesche, was ist ein Neutron? Gatwa erklärt, Neutron ist die Mutter, die beim Zerfall Protonen und Elektronen bildet. Kesche, ja, dann hast du Kinder. Und was willst du damit? Und dann erklärt Herr Kesche ein bisschen darüber, was so intensiv ist, dass ich gerne ein kleines Stückchen Video auch zeigen wollen würde hier an der Stelle, wenn das in Ordnung ist. Geht das? Können wir das überhaupt machen? Ja, gerne. Also zeigst du es? Hast du die Stelle, Christian? Ja, ich habe die Stelle. Ich kann das mal versuchen. Wenn es schief geht, kann vielleicht einer das ersetzen. Erstmal einmal 4 Minuten, dann nochmal 2 Minuten. Okay. So, klappt das jetzt? Wir sehen es, ja. Ton haben wir nicht. Hast du den Ton angekreuzelt, Christian? Du musst, ja, musst dein Kreuzfach beim Ton. Offensichtlich nicht, ganz recht. Ich mache es nochmal, Entschuldigung. Unten links hat es da ein Button. Ja, und ich muss auch noch für einen Videoclip optimieren. Sehr leise, Christian. Christian, könntest du ganz kurz dein Mikrofon schließen? Ich habe die Vermutung, es ist so leise, weil es durchs Mikrofon kommt. Und ja, genau. So, wir hören jetzt trotzdem nichts. Das war übers Mikrofon von dir, was wir haben hören können. Da ist irgendwas mit dem Computersound scheren. Versuch's noch einmal und wieder mit dem Hackerl links unten. Kann das dann ein anderer machen? Denn ich habe das schon so gemacht, wie es richtigerweise gehen sollte. Ja, gerne. Kannst du den Link in den Chat geben? Dann kann ich das umgehend einschalten. Ja klar, das ist einfach unser KSW von heute. Aber gut, den kann ich auch in Chat tun. Und vielleicht kannst du die Zeit angeben. Ja, natürlich. Das war das, was ich vor allem tun wollte. Erstmal muss ich den Chat wieder haben. So. Die Zeit ist 3 Stunden, 13 Minuten und 2 Sekunden. Bis 17 Minuten, also 4 Minuten.
Christian, magst du vielleicht eine Frage beantworten, die im Chat steht, solange der Josef das einrichtet? Und zwar, wie du erzählt hast, dass das Gans beim mehrmaligen Waschen dann plötzlich wieder mehr Salzgehalt hat. Da stellt die Maria eine Frage. Warum ist es dann nach 4-mal Waschen stärker für technische Dinge? Ist die Frage für dich klarer, sonst soll Maria sie vielleicht stellen, noch einmal, was sie genau meint. Ja, die Frage ist für mich klar. Und die Antwort jetzt auch, aber die hilft dann wahrscheinlich nicht so viel, nehme ich an. Das hängt dann natürlich damit zusammen, wie sich die Felder verändern. Das heißt, durch die Veränderung der Salzigkeit des Ganzes, was dann eben gewaschen wurde. Da muss es also eine bestimmte Qualität geben. Ich höre mal auf. Oh, mein Mikrofon ist offen. Verzeiht, falls ich gestört habe. So, ich spiele es gleich einmal ab und wenn die Stelle dann endet, gib mir bitte eine Nachricht, Christian. Ja. And this is a simplicity of it. What is a neutron? What is the purpose of nuclear decay? Common man speaks about. A nuclear decay, any decay, I usually use a thicker line. Any decay. What is a decay? Decay means a division. In fact, if you look at it, even look at the pictures of the book number 3, Creation of Universe, which actually is a nuclear decay, what does it happen? You have a neutron which splits itself, but in a balance. But what we see in this process is a little bit of firework. I'm not interested in this. I'm not interested in this. I'm only interested in my work. In this little firework, which in the nuclear industry, we look for energy, we get it back to boil water, but as a true cosmologist, nuclear physicist, for me, this is the free magnetic gravitational fields that I can use it, to use this part of it for creation of gravity to postination, and this part of it for magnetic. This is the difference between a nuclear physicist like me and a common nuclear physicist. As a plasma physicist, I'm interested in this, to become dimension of a space. As a nuclear physicist and a war equipment, they're interested in this to create heat and destruction. This is different between the application of the peace rule, application of neutron. Because I understand this is not just a heat, is not just something, it becomes a heat, then it slows down. At a free point, it's my savior. Because if I can accumulate enough of these two, the magnetical and the gravitational part of it, then what happens to me? Part is this, magnetical, part is this, gravitational, and given the strength for me is food. Taste chips, taste fish, Abe's aluminium is my water, and everything else which my life depends on in the universe. Danke. Ja, das fand ich sehr wichtig, dass dann hier jetzt klar wird, dass das Besondere am Neutron eben genau dieses kleine Feuerwerk, was noch extra passiert ist, weil dort eben die Felder dann zur Verfügung stehen.
die, aus denen wir alles machen können. Das ist der Bereich, der wichtig ist und nicht der normale Zerfall. Und dann gibt es noch ein kleines Stück, wenn Josef, du das nochmal machen willst, von 3.19 bis 3.21, also einfach nochmal 2 Minuten weiter, nochmal 2 Minuten. Und danach versuche ich gern noch diese Fragen zu beantworten, auch das mit dem Ganzwaschen. Ja, einen Moment vielleicht, Josef, noch. Wir haben da, die Maria schreibt im Chat, sie findet das sehr kompliziert und hofft auf eine Übersetzung. Maria, ist das klarer für dich jetzt gewesen durch Christians Worte? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber es liegt vielleicht an mir und nicht an seiner Übersetzung. Christian, ist es dir möglich zu kommentieren, vielleicht ein wenig zu beschreiben, was du Mr. Keshe gerade erklärt hat mit eigenen Worten? Nein, da hänge ich fest. Also ich habe es jetzt so langsam verstanden, aber ich bin noch nicht so frei, das wiederzugeben, wie ich das eigentlich wollte. Wir könnten den Teil noch einmal abspielen, weil er relativ kurz ist, so als Vorschlag. Und gibt es einen Live-Übersetzer, der sich freiwillig meldet? Damit die, die nicht Englisch können, auch 1:1 oder so gut wie eben geht, dann die Worte auf Deutsch haben. Okay, ich kann höchstens vorschlagen, dass ich es probiere. Stimmt jemand zu? Möchte das jemand so haben? Ja, gerne. Ich habe nichts verstanden. Okay, immer der fragt. Es war 3.13.02. Ein wenig schwierig einzustellen mit der Maus. Aber ich kann das so einstweilen lösen, dass ich direkt zu der Stelle navigiere. Ich werde es immer wieder pausieren und jeder darf gerne mir helfen, die korrekte Übersetzung zu finden. So, beginnen wir mal. Spoken, but never understood. Es ist gesprochen, aber nie verstanden worden. Aber das ist der letzte Teil von dem Satz. Jetzt beginnt der Teil, den uns der Christian gezeigt hat. And this is the simplicity of it. What? Und das ist die Einfachheit dessen. Is a neutron? What is the purpose of nuclear decay? Was ist ein Neutron? Was ist der Grund für den nuklearen Zerfall des Neutrons, nehme ich an? Ja. Yeah. Common man speaks about. Der gemeine Mann, Common Man speaks about, jetzt fange ich den Satz nochmal an. Also, was ist ein Neutron? Was ist der Zerfall des Neutrons für einen einfachen Menschen? A nuclear decay. Ein nuklearer Zerfall. Any decay. Jeder Zerfall. I usually use a thicker line. Okay, das war jetzt von der Lautstärke her so niedrig, dass ich es nicht verstehen kann. Ich probiere mal Lautstärke meiner Box zu erhöhen. Nein, das war nicht wichtig, Josef. Okay, passt, dann setze ich einfach fort. Danke. Die Stärke wollte er verstehen. Ah, okay, passt. Dankeschön. Weil ich habe die Box wirklich zu leise gehabt. So, weiter geht's. Any decay. Jeder Zerfall. What is a decay? Decay means. Was ist ein Zerfall? Means a division. Ein Zerfall bedeutet eine Teilung. In fact, if you look at it, even look at the pictures. In fact, müsste mir jetzt jemand helfen, das zu übersetzen. Tatsächlich, wenn man sich das ansieht, wenn man sich die Bilder des Zerfalls ansieht. Of the book number 3. Bei dem Buch Nummer 3. Creation of Universe, which actually is a nuclear decay.
Creation, die Schöpfung des Universums, was actually bräuchte ich. Tatsächlich, also in Wirklichkeit. Was in Wirklichkeit, also der Schöpfungsprozess des Universums, was in Wirklichkeit auch ein Zerfall ist. What does it happen? Was passiert da? You have a neutron which splits itself. Wir haben ein Neutron, das sich selbst teilt. But in a balance. Aber ausgeglichen, aber in einem Ausgleich. Also in einem Ausgleichsvorgang teilt es sich. But what we see, aber was wir sehen in this process, in diesem Prozess, is a little bit of firework. Ist ein wenig eines Feuerwerks. I'm not interested in this. Ich bin nicht interessiert in das, und er kreist den größeren Kreis an, den er gemalt hat. Ich schließe daraus, er meint das Proton. I'm not interested in this. Und er ist auch nicht interessiert er ist jetzt nicht interessiert bei den Zerfallprodukten, wenn man das jetzt so interpretiere ich das. I'm only interested in my work. Er ist nur interessiert an seiner Arbeit. In this. Bei dem, und jetzt ist er beim Feuerwerk, das entsteht in diesem Zerfallsprozess. This little firework. Dieses kleine Feuerwerk. Which in the nuclear industry, welches in der Nuklearindustrie, we look for energy, wir suchen nach Energie. We get it back to boil water. Wir bekommen sie zurück, um Wasser zu kochen. But as a true cosmologist, nuclear physicist, aber wie ein Kosmologe, das Bindewort habe ich jetzt nicht ganz verstanden, oder Nuklearwissenschaftler. For me, this is the free magnetic gravitational fields. Für ihn ist es das Befreien von den magnetisch-gravitativen Feldern. That I can use it. Dass er sie verwenden kann. To use this forward for creation of gravity towards the nation. Damit hat er den oberen Pfeil gezeichnet, damit man diese Kraft nutzen kann für Gravitation für die Nation. Falls ich irgendwas schlecht übersetze oder falsch verstanden habe oder jemand was Besseres hat, bitte unterbrecht mich, möchte ich nochmal kurz einfügen. And this far away for magnetic. Und den unteren Pfeil, also den unteren Teil für magnetische Anwendungen, magnetische Sachen, einfach für magnetisch. This is the difference between a nuclear physicist like me and a common nuclear physicist. Das ist der Unterschied zwischen einem Nuklearwissenschaftler wie ihm und einem generellen Nuklearwissenschaftler. Weil ich füge kurz hinzu, Mr. Cash hat einen Spezialberuf in der Nuklearwissenschaft erwischt, der sehr selten ist, und eine spezielle Ausbildung deswegen auch bekommen. Und natürlich die Plasmatechnik 30 Jahre lang entwickelt. As a plasma physicist, I'm interested in this. Als Plasma-Wissenschaftler oder Plasma-Physiker ist er interessiert in das. To become dimension of a space. As a new- um die Dimension des Raums zu bekommen. Also, ja, von hier eben, ja, okay.
Nuclear physicists and the war equipment that are interested in this to create heat and destruction. Okay, und er sagt, dass die Nuklearwissenschaftler an dem Feuerwerk interessiert sind, um Schaden, um Wärme und Schaden zu erzeugen. This is different between the application of the peaceful application of neutral. Das ist der Unterschied zwischen der Anwendung von den Nuklearwissenschaftlern und der friedlichen Nutzung. Because I understand this is not just a heat. Weil er versteht, dass dieses Feuerwerk nicht nur Hitze ist. Is not just something. It becomes a heat when it slows down. Es ist nicht nur irgendwas. Es bekommt Hitze, wenn es verlangsamt wird oder wenn es langsamer wird. At a free point is my savior. An einem freien Punkt, es ist mein, bitte um Hilfe, Ausdruck Savior. Retter. Ah, okay. Ist es an einem bestimmten Punkt ist es mein Retter. Because if I can accumulate enough of these two, the magnetical and the gravitational. Weil, wenn ich genug akkumulieren kann von dieser magnetischen, gravitativen Energie. Part of it. Oder einen Teil dessen. Then what happens to me? Was passiert dann mit mir? Part is this. Ein Teil ist dies, die rosa Linie. Magnetical part is this. Gravitational. Okay, es ist ein Teil magnetisch, es ist ein Teil gravitativ. And given the strength for me is food. An einer gegebenen Feldstärke ist es für mich Nahrung. Also in einer speziellen oder an einer speziellen Feldstärke ist es für ihn Nahrung. Taste chips. Geschmack Chips zum Beispiel. Taste fish. Geschmack Fisch. Gibt Aluminium. Gibt Aluminium. Is my water. Es ist mein Wasser. And everything else. Und alles andere. Which my life depends on in the universe. Woran mein Leben hängt im Universum. Bis hier ungefähr. Okay, passt. Gut, der nächste Teil war. What do you want to do with this? Verzeihung, der nächste Teil war 319. Ich kann zwischendurch noch eben antworten zum Waschen. Die Frage von René war mein Ganz vom Ganz, das habe ich 6-mal gewaschen. Kann auch 7-mal gewesen sein. Aber weil ich das nicht bis ganz runter waschen konnte, ist da also, sondern ein Drittel ungefähr immer drin blieb im Glas oder ein Viertel, ist das nicht sehr stark gewaschen. Also nicht so wie Shando, wenn das extrem perfekt macht, 16 Mal gewäscht oder sowas, sondern deutlich weniger. Und wir haben ja auch in letzter Zeit mehrfach gehört, dass ein klein bisschen Salzigkeit gar nicht ein Problem darstellt, sondern auch sogar hilfreich sein kann. Beantwortet das die Frage, René? Ja. Gut, dann machst du weiter da, Josef, nochmal die 2 Minuten? Ja, 2 Minuten gerne. Gut. Andreas, wolltest du noch was fragen, weil Mikro offen ist? Äh,
Ah, verzeiht mir, jetzt merke ich es gerade. Sound sollte ich einschalten. What would you like to create? Was wir verneinen, daraus erschaffen zu können. Was wir ablehnen, dass wir daraus erschaffen könnten. So ist es wahrscheinlich richtig. Josef, ich glaube, wir hören nur dich jetzt und das Originalvideo nicht. Ja. Okay, weil den Sound habe ich gerade wieder eingeschalten. Ich probiere es mit noch einmal teilen. Verzeiht mir ganz kurz. What would you like to create out of it? Ja, hört sie jetzt das Video? Ja, passt. Ja. Okay, passt. Also was wir ablehnen, draus kreieren zu können aus diesem Feld. You want to create neutron for what? Du willst ein Neutron kreieren. Für was? To do what with it? Um was damit zu tun? I know what I want to do with it. Ich weiß, was ich damit tun möchte. This has become the story of the crystal till you saw it today, what that crystal was. Uff. Also heute, ja, das müsste ich noch einmal hören. Hat es irgendwer verstanden? Kann es übersetzen, bitteschön? Das war jetzt für mich. Okay. Ich werde es kurz mal zurückspulen und es noch einmal probieren. You know what I want to do with it? This has become the story of the crystal till you saw it today, what that crystal was. Okay, heute ist es zu der Geschichte des Kristalls geworden, bis wir gelöst haben, wie dieser Kristall entstanden ist. You all went both crystals and I told you crystals will be the future of the space technology. Du öffnest beide Kristalle und ich sage dir, die Kristalle sind die Zukunft der Raumfahrt, der Raumfahrttechnologie. But you still don't know what you're gonna do with it. Now. Aber du weißt noch immer nicht, was du damit tun willst. You've seen the crystals. Jetzt hast du die Kristalle gesehen. A lot of you will walk around your lab looking at the water, say, have I got the crystals in it? Have I been? Viele von euch werden durch euer Labor gehen und schauen, wie viele Kristalle sich da drinnen gebildet haben. Become a diamond dealer. Um ein Diamanthändler zu werden. In the teachings I explain where the crystals come from. In den Schulungen habe ich besprochen, wo die Kristalle, wie diese Kristalle entstehen, wo diese Kristalle herkommen, von welchem Prozess diese Kristalle kommen. What do you do? In the teachings, I'll explain where the crystals come from. And what do we do? Okay, das kann ich wirklich nicht verstehen. Ja. Partially I explained to you, maybe you understand one day in the future. Teilweise habe ich es erklärt, vielleicht versteht ihr es in der Zukunft. I just said. Ich habe gerade gesagt. In the body of the man. Im menschlichen Körper.
Wer verursacht dieses Geräusch im Hintergrund, bitteschön? Ist das mein Rechner? Möglicherweise Josef, ja, weil du der Einzige. Das kommt von dir immer, Josef. Verzeiht mir, ich versuche ein paar Programme zu beenden. Ich verstehe schon. Es wird im Hintergrund fleißig in einem Chat mitkommentiert. Gut. Jetzt sollte das behoben sein. Okay, verzeiht mir, ich setze vor noch immer nicht. So, aber jetzt. Ich setze fort. Condition of the conversion of the crystals. Der Zustand der Konvertierung von diesen Kristallen, also dieser Herstellungsprozess. Or gases, which is the gas condition of the gases. Oder der Ganze, welche die... Der Gase, Entschuldigung. Der Gase. Okay, die Gase, die Ganze, welche der Gaszustand dieser Ganze sind. Ist das jetzt richtig? Andersrum. Okay. Mach einfach die Stelle und dann nochmal weiter da. Ist gleich zu Ende. Ist halt nur leider wirklich wichtig. Ich kann leider mit der Maus nicht genau den Punkt treffen, weil die Auflösung differiert. Also es ging um die Gase bzw. den Ganzzustand der Gase und dann weiter. In the teachings I'll explain where the crystals come from. Wir sind gleich wieder an dem Punkt. What do we do? Partially I'll explain to you, maybe you understand one day in the future. I just said, in the body of the man, condition of the conversion of the crystals or gases, which is the gas condition of. Okay, im menschlichen Körper, wo eben dieser Zustand auftritt, diese Gaskonversion, also diese Gasumwandlung von dem. The gases leads to condition of odor. Diese Gase führen zu einem Zustand eines Dufts oder Geruchs. Which is the smell, which is carrier of information. Welches dieser Geruch ist, dieser Transport von Information? But how does the soul of the man or the brain of the man recognize what the smell means? Aber wie macht der Körper, die Seele, wie macht es die Seele, dass der Körper weiß, was dieser Geruch bedeutet? So, when you create these crystals. So, wenn wir diese Kristalle erschaffen. Why do you create it? And what line of communication do you want to turn the message? Wie erschaffen wir diese Kristalle und welche Linie der Kommunikation wollen wir erreichen? I've given you a lot of secrets. Ich habe euch viele Geheimnisse gegeben. If you can unravel it. Wenn wir sie, das Wort habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn ihr sie erkennt oder wenn ihr sie entdeckt, aufdecken könnt. Das ist eigentlich genug jetzt. Okay, passt. Vielen Dank, Josef. Ja, gerne. Gleichsam möchte ich mitteilen, dass ich mich von manchen Chats in Zukunft trennen werde. Dann kommt danach eben nur noch ein kurzer Hinweis auf die Verwendung eben der Kristalle als Grundlage für die Raumfahrt. Und dann kommt ganz am Schluss noch
mal eine Anspielung auf die Probleme in Afrika. Das ist aber jetzt nicht von umwerfender Bedeutung. Da ging es nur noch mal darum, dass da eben jemand erwähnt wurde, was da passiert ist, dass da auch wieder ein Zusammenhang nach Belgien aufgedeckt wurde und dass jetzt gehofft wird, dass das da gut ausgeht und dass es kein Problem der Keshe Foundation selbst ist. Und dann gibt es noch, wurde Armen aufgerufen, der Bilder hatte von der neuen Fabrik in Mexiko. Der war aber nicht da und ein paar von den Bildern hätte ich hier bereit. Ich weiß nicht, ob ich die euch interessieren, dann kann ich die noch zeigen. Und wer sonst durch? Ja, gerne. Ja, sehr gerne, Christian. Gut, dann zeige ich noch ein paar Bilder. Kommentieren kann ich die nicht groß. Das sind einfach die Räumlichkeiten dort, wie sie jetzt sind. Das Gebäude war wohl in einem sehr schlechten Zustand vorher und sieht ja jetzt nun wirklich fein gemacht aus. Nächstes kommt. Also offensichtlich Schulungs- und Produktionsräumlichkeiten. Christian, das ist Ghana, oder? Nein, das ist Mexiko. Ah, Mexiko, Entschuldigung. Ein letztes noch. Das führt dann, ich hatte das irgendwo schon mal gesehen, das Bild immer zu lustigen Reaktionen. Das ist der Eingang. Ja, das war's. Danach kam dann nur noch dieser Spendenaufruf. Hallo, dieser. Und dann noch eine Übersicht neuer Produkte, Medizinbereich aus dem KF-Shop. Das brauchen wir vielleicht nicht weiter kommentieren. Das ist einfach immer ja am Ende der Teachings. Und dann war es zu Ende. Dankeschön und nochmal, es tut mir wirklich leid. Ich war total neben mir. Ich bin da nicht gut durchgekommen. Das ist mir bewusst. Wird nächstes Mal umso besser. Versprochen. Danke vielmals, Christian. Wir wissen jetzt mehr als vorher, als wir deine Teil noch nicht gehört haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir diese Frage von Maria fertig beantwortet haben. Du hattest doch dort begonnen, wie Josef schon mit dem Video begann. Weißt du, mit der Ganzwaschung, ist diese Frage fertig beantwortet? Ich habe während des Mojan-Projektes am 14. oder 15. April gehört, dass es eben speziell für diese Technik der Raumfahrt besser ist, wenn man also das Ganze nur viermal vom Salz reinigt, natürlich wahrscheinlich in Klammern gesetzt und Kommentar von mir, abhängig eben davon, wie hoch die Salzkonzentration ist. Aber deswegen habe ich auch ein anderes Mal Herrn Keshe direkt gefragt, während eines Workshops, ob da Salz enthalten ist in diesem Ganz, was er da genommen hat. Und das hat er zum Anlass genommen, überhaupt über die Wichtigkeit des Salzes zu sprechen. Ja und nein, kann ich nur sagen, weil es hilft vielleicht anderen, weil ich komme ja mit der Anwendung gar nicht mehr hinterher. Aber vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich kann es nochmal versuchen. Also es ist tatsächlich so, dass ja so nach und nach aufkam. Früher hatten wir ja mal gelernt, richtig gründlich waschen, bis jedes Restchen Salz raus ist. Und da war eben dann aufgefallen, dass das gar nicht immer so schlau ist, sondern ein bisschen waschen auch ganz hilfreich ist und dass das nicht schadet, wenn da ein klein bisschen Salz noch drin ist. Und ich nehme an, dass dieses viermal Waschen in dem Zusammenhang gesagt wurde, dass dadurch nämlich mit Sicherheit noch nicht alles Salz rausgewaschen ist, sondern ein klein bisschen einfach noch drin ist. Und dadurch
ich weiß jetzt nicht, ob das nur für bestimmte Anwendungen gilt, aber generell das Ganze dann stärker ist. Worauf das genau beruht, die Feldinteraktion, das kann ich so nicht aus dem Ärmel schütteln, das kann ich nicht sagen. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass wenn man also jetzt viermal gewaschen hat oder dreieinhalbmal oder wie auch immer, dass dieses Gemeinschaftswesen, was da in diesem Glas oder in dem Bottich entsteht, wo man ein Ganz entwickelt, dass das versucht, eben dieses Feld nochmal zu verstärken, weil es auf einmal merkt, ach, ich habe weniger Salz, wie kommt das? Jetzt muss ich nochmal das Feld verstärken. Also so würde ich das jetzt einfach beschreiben können. Und dass dadurch die Kraft vielleicht nochmal ansteigt. Könnte ja so sein, oder? Das ist toll. Du hast mich auch noch auf eine Idee gebracht, Maria. Nämlich, guck mal, wir haben doch auch diese isotonische Kochsalzlösung oder Salzlösung bei uns im Blut und im Leib auch sonst oft. Und genauso, wenn man das tatsächlich einfach ernst nimmt mit dem Lebewesen, dann brauchen die vielleicht auch ein bisschen Salz, um sich wohlzufühlen. Jetzt einfach nur so, das kam mir als Idee durch das, was du sagtest gerade. Ja. Insbesondere, weil ja dass die Aminosäure neuerdings ja auch nicht mehr gewaschen wird. Also wenn man die Aminosäure trennt vom Ganz, im Salzwasser lässt und danach dem Ganz wieder dazufügt, kommt ja eh wieder Ganz ins, also Salz ins Ganz rein. Also wird wahrscheinlich das Ganz, das wir heute herstellen, nie ganz frei sein von Salz wie früher. Ja, aber wenn das Salz ja sowieso zur Entstehung von Ganz im Wasser drin sein muss, dann ist es ja logisch, dass es ein Teil von Ganz ist oder dass es dazugehört. Es wäre quasi so wie, vielleicht kein richtiger Vergleich, aber wenn man jetzt die Samenflüssigkeit die Samen aus der Samenflüssigkeit rausnimmt, dann ist eben nicht mehr alles komplett. Und so wie Maria eben schon sagte, das finde ich auch sehr logisch und biologisch hört sich das für mich auch an, dass das halt, dass das Ganz von sich verstärkt, weil eben einfach ein Anteil fehlt, nämlich die gewisse Menge von Salz, die rausgespült wurde. Das klingt für mich auch sehr logisch. Ja, hallo, André spricht. Ich habe gerade noch im Chat Gitter. Erstmal Christian, Josef, Hans Rudolf, Renate, den ganzen Team heute Abend, vielen Dank. Habt ihr super hinbekommen. Nochmal ganz kurz zu der Salzlösung. Es ist ja damals, hat er uns immer gesagt, diese 10%. Du kannst ein CH3, egal welches Ganz, kannst du auch mit 1% machen. Mit 1% Salz oder 0,5 oder noch weniger. Oder auch mit noch viel mehr machen. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht 10% nimmst und nimmst nur 3%, dann dauert der ganze Prozess länger. Dann ist in dem Wasser, wenn du jetzt zum Beispiel dein Glas hast und hast das nanogekotete Kupfer und das Zink, dann erzeugst du in dem Wasser eine Spannung, die der Magnet ist. Und wenn du weniger Salz nimmst, ist der Magnet schwächer. Wenn du mehr Salz nimmst, ist der Magnet stärker. Du musst, wenn du weniger Salz nimmst, länger auf dein Ganz warten. Bist dafür aber mit dem Waschen schneller, beziehungsweise umso weniger du nimmst, brauchst du es fast gar nicht waschen. Musst aber dafür verdammt lang warten. Und umso mehr du in der Materie bist, umso, denke ich mal, ist es fast noch egal, wie dein Salzgehalt ist. Umso plasmatischer du wirst, umso reiner wird das Ganze. Okay, danke.
Dankeschön, André. Ich habe manchmal bemerkt, dass ich durch einen Tropfen Salzsole wieder den Prozess anregen kann, der Ganzherstellung. Ja, das rührt von dem, dass beim Prozess findet ja eine Verdampfung des Wassers statt, eine Verdunstung des Wassers statt, und damit wird auch Salz entnommen. Und wenn du nachfüllst, dann kommt neues Salz rein und dann wird die Produktion wieder angeregt. Das mache ich übrigens auch so, und ich habe mich jetzt darauf konzentriert, 3-5% Salzlösung zu nehmen und nicht mehr 10%. Das hilft auch das stimmt, was André gesagt hat, man muss ein bisschen länger warten bei der Ganzproduktion, bis die Ergebnisse kommen, aber die Qualität ist dann besser und ich muss viel weniger waschen. Wenn ich noch etwas zu den Kristallen sagen darf, ich habe ja durch diese Nahrungsmittel Herstellung, da habe ich das aus der ersten Waschung, das habe ich in einem Gefäß aufbewahrt, und zwar aus der Apfel- und Möhrenwaschung, und habe das dann ein halbes Jahr gar nicht beachtet. Ich hatte also mehrere Flaschen in einem Behälter, und das hat hin und wieder mal geknackst und so. Da habe ich gedacht, naja, das sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Luftdrücke. Nee, da sind Kristalle entstanden, richtig schöne, spritzige, sprudelnde Kristalle, die so lebendig aussehen. Und es gibt in Österreich jemanden, der hat sich darauf spezialisiert. Und ich habe nur zweimal verpasst, leider seine Online-Workshops da zu besuchen, damit ich mal höre, was er über Kristalle weiß. Ich weiß aber, dass die Vriel-Gesellschaft in Form eines besonders Vortragenden aus Süddeutschland, dass die also auch damals schon Kristalle benutzt haben, entweder als Speicher oder als Steuerungselement oder wie auch immer. Maria, deine Kristalle, von denen du gerade gesprochen hast, also sind die sichtbar? Sind die fest? Ja, die sind unglaublich fest, und ich habe ein paar Fotos gemacht, die habe ich dem, wie heißt er jetzt, irgendwas mit P aus Österreich, der Bruder macht da Permakultur. Also die sind so schön, leicht gelblich, ja, gelblich-orange. Und ich habe sie nur umgefüllt in ein Glas, weil die Flüssigkeit ist immer mehr verdampft. Und jetzt bildet sich aber in der Mitte des Glases, weil nur noch am Boden, am Rand noch etwas von der Flüssigkeit ist, es scheint auch so zu sein, dass diese Kristalle das alles irgendwie aufsaugen vielleicht. Jedenfalls in der Mitte bildet sich jetzt schon wieder noch flächenmäßig ein neuer Kristall. Wo sind die Kristalle? Im Ganz oder außerhalb vom Ganz, also am Rand so? Ich habe ja damals diese Apfel-Möhren-Mischung hergestellt, habe Äpfel und Möhren ganz fein gerieben, in ein Glas gegeben, und dann habe ich ja etwas NaOH drauf getan oder auch Backpulver, ich weiß das gar nicht mehr genau. Dann habe ich kochendes Wasser drauf gegeben und habe gewartet, bis sich das Ganze absenkt. Und daraus den Abzug durch ein Sieb gegossen und dann immer oben ein Teil weggenommen, also abgesaugt, dann wieder ersetzt durch klares Wasser und so weiter, bis ich das ungefähr 10-mal hatte. Und wie gesagt, und die ersten beiden Absaugungen oder Waschungen, die habe ich aufbewahrt. Und daraus ist dieser Kristall entstanden. Heißt das, dass es jetzt nur ein großer Kristall geworden ist, oder sind das viele kleine, die zusammengewachsen sind? Das sind also einige sind zusammengewachsen. Der eine ist aber wie so ein Stern, wie ihr kennt ja alle diesen Fisch, der, wenn er sich aufbläht, dann ist er, also hat er ganz viele Zacken und so ungefähr, nur nicht ganz so schlimm, ja, sieht er aus, ne? Und ganz viele kleinere noch und 3-4, die auch zusammengewachsen sind.
Das wäre schön, wenn du mal ein Foto machst, Maria, und das zeigen könntest. Ja, vielleicht finde ich das noch, wenn wir noch ein Weilchen hier sind. Ich schaue mal bitte eben. Und sind die denn, hast du die dann separiert, rausgenommen aus der Flüssigkeit oder sind die immer noch in der Flüssigkeit? Die sind immer noch in der Flüssigkeit, aber wie gesagt, diese Flüssigkeit, davon war etwas mehr da. Und auch im Glas, als ich es dann ins Glas umgefüllt habe. Aber das scheint absorbiert zu werden, also aufgenommen zu werden. Obwohl ich den Deckel fest verschlossen habe, scheint da eine Umwandlung stattzufinden. Spannend. Im Chat haben wir noch eine Frage, und zwar von der Sonja, die sich auf den Hans Rudolf bezieht. Hans Rudolf, kannst du das beantworten? Die Sonja fragt, wie merkst du denn, dass die Qualität besser ist, Hans Rudolf? Ja, auf jeden Fall. Also die Qualität, früher hatte ich ja immer ziemlich Probleme mit der ganzen Herstellung. Und seitdem ich weniger Salz nehme, geht es zwar ein bisschen länger, aber die Qualität ist eindeutig besser vom Ganz, das ich herstelle. Also ich bin jetzt gerade momentan wieder am Zinkoxid herstellen und ich merke das schon, wo es nach 2-3 Tagen begonnen hat, sich das Ganz zu bilden, dass die Qualität ganz anders aussieht als bei den ersten Gans, die ich hergestellt habe. Und was ist anders jetzt, Herr Rudolf? Was genau ist anders jetzt? Ja, ich spüre das vom Gans her. Also wenn ich das Gans spüre, ich verbinde mich ja dann jeweils mit dem Gans, das ich herstelle und versuche zu fühlen, wie sich das Gans anfühlt. Weil das ist ja das, was Herr Cash sagt, wir dürfen uns mit unserem Gans verbinden und das Fühlen, was wir bei diesem Gans merken. Und wenn du das übst mit den verschiedenen Gansen, die du herstellst, und wir stellen ja immer wieder neue Gansen her, dann merkst du dir mit der Zeit die Unterschiede bei der Herstellung. Also so geht es mir. Dankeschön, Hans Rudolf. Gibt es zum heutigen Teaching noch Fragen? Oder war jemand von euch dabei und hat selbst Erkenntnisse gehabt oder was gehört, was hier nicht gesagt wurde? Oh, das ist jetzt das Kristall von der Maria. Ja, sehr schön. Ja, ich habe das auf einen kleinen Kosmetikspiegel gepackt und habe das Ende Februar, glaube ich, habe ich das fotografiert. Da sieht man den Himmel noch und ein bisschen Bäume hier reflektieren, ja. Und insofern, die sehen also richtig lebendig aus, ne? Und leider sind sie hier so ein bisschen schwarz, ja. Kann man aber nicht, also ich habe auch nicht versucht auszuwaschen. Ich habe es dann genauso ganz vorsichtig wieder in ein Glas getan. Da, hier war das drin. Das habe ich abgeschnitten, damit ich da besser rankomme. Habe es erst auf diesen Kosmetikspiegel getan und dann nachher in ein Glas. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch fotografiert habe. Welche Größe haben die so ungefähr? Das kann jetzt von der Dimension her nicht so richtig vorstellen. Das ist vielleicht, das eine ist 2 Zentimeter oder 2,5 und die anderen sind kleiner und das ist so vielleicht 3,5 Zentimeter lang. Ganz schön groß. Toll. Dankeschön, Maria. Gerne, ich danke euch. Hat jemand von euch jetzt noch was zum heutigen Teaching? Oder noch eine Frage? Oder möchte jemand noch was teilen mit uns?
Ja, wenn nicht, dann schließe ich den 119. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop vom 28. Juni 2018. Ich bedanke mich bei Josef Becker, Hans Rudolf und Christian speziell für eure Zusammenfassung des heutigen 230. Knowledge-Seeker-Workshop und herzlichen Dank an Mr. Cash, dass er auch heute wieder sein Wissen mit uns geteilt hat. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke, Renate, und allen einen schönen Abend. Auch schönen Abend und danke allen.